to be supported is an incredible thing, you know, especially supported by this incredible fan base. They've really taken the movie to heart. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 der besten Behind-the-Scenes-Gerüchte über Filme, die sich als wahr herausgestellt haben. Prove it. Prove what? That you're Peter Parker. Für diese Liste schauen uns Ideen für die große Leinwand an, die auf Klatsch und Tratsch hinter den Kulissen basieren und tatsächlich in der Realität entstanden sind. Was ist ein Filmgerücht, von dem ihr euch wünscht, dass es wahr wäre? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Mr. und Mrs. Smith markiert den Beginn von Brangelina. Obwohl die jüngsten Nachrichten rund um das berühmte Paar bewiesen haben, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen, galten Brad Pitt und Angelina Jolie einst als das Promi-Powerpaar. So Roy is actually going to be marrying Pam sometime this summer. And she's our receptionist, sort of a Brangelina thing. Das von Fans und Boulevardmedien als Brangelina bezeichnete Schauspielerpaar war fast ein Jahrzehnt lang zusammen und hat 6 gemeinsame Kinder großgezogen. Alles begann Mitte der 2000er Jahre am Set von Mr. und Mrs. Smith, einem Actionfilm, in dem sie verheiratete Attentäter spielen. This is like a checkup for us. Chance to poke around the engine. Maybe change the oil. Zu dieser Zeit gab es Gerüchte, dass sie sich gegenseitig den Hof machen würden, aber diese Gerüchte wurden von Pitt als falsch abgetan, da er zu dieser Zeit mit Jennifer Aniston verheiratet war. Come to Dad. Ein Jahr später beendete Pitt jedoch seine 5-jährige Ehe mit Aniston und begann, sich häufiger mit Jolie zu treffen. Beide bestätigten später, dass sie sich auf dem Filmset verliebt hatten. Nummer 9. Setverzögerungen bei Morbius. Es wurde schon mehr als einmal berichtet, dass Jared Leto mit seinem Method Acting manchmal zu weit geht. I have done everything you said, every test, every trial, every initiation. Viola Davis erzählte, dass der Schauspieler vor den Dreharbeiten zu Suicide Squad einmal ein totes Schwein zu den Schauspielern gebracht hat. He had a henchman who would come into the rehearsal room and the henchman came in with a dead pig. And plopped it on the table. Während Margot Robbie während der gleichen Produktion eine schwarze Ratte von dem Schauspieler erhalten haben soll. I wasn't Deadshot. I wasn't Deadshot at all in that moment. Yeah, yeah, it was pretty. Oh! Als bekannt wurde, dass es bei der Produktion von Morbius zu Verzögerungen kam, wurde aufgrund seiner früheren Aktionen schnell vermutet, dass er dafür verantwortlich sein könnte. Das scheint zu stimmen, zumindest teilweise. Wie die titelgebende Figur tat Leto angeblich so, als ob er selbst Krücken benutzen müsste, selbst nachdem die Kameras nicht mehr liefen. Da er für die Toilettenpausen bis zu 45 Minuten brauchte, fand die Crew einen Kompromiss, die Verwendung eines Rollstuhls. We have to push the boundaries, take the risks. Without that, there is no science. Nummer 8. Das Harry Potter Süßigkeitenrätsel. Die Arbeit mit kindlichen und jugendlichen Schauspielern kann ihre ganz eigenen Schwierigkeiten mit sich bringen. Anything off the trolley, dears? No, thanks. I'm all set. Dem Produktionsteam von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban wurde gesagt, dass eine dieser einzigartigen Schwierigkeiten Tom Feltons Liebe zu Süßigkeiten war. Es wurde gesagt, dass der jugendliche Schauspieler während der Dreharbeiten zu den vorherigen Filmen heimlich Süßigkeiten in die Taschen seines Kostüms steckte, um sie zwischen den Aufnahmen zu naschen. Ah, Bertie Bott's Every Flavor Beans. Das wurde zu einem solchen Problem, dass alle Taschen der Zaubergewänder zugenäht werden mussten, um Felton und die anderen jungen Schauspieler davon abzuhalten, noch mehr Essen und Getränke darin zu verstecken. Care for another? 2014 bestätigte Felton diese Geschichte schließlich selbst als absolut wahr, als er auf der Calgary Comic Expo sprach. Nummer 7. Hawkeye wird in Avengers nicht zu sehen sein. Hey, you guys want mayo or mustard or both? What's mayo in a hot dog? Your brothers. 2 mustard, please. Thanks, Mama. Got it. Hawkeye ist ein fester Bestandteil der Avengers, seit die Gruppe 2012 zum ersten Mal zusammen auf der Leinwand zu sehen war. Daher waren einige Kinobesucher überrascht, dass er nicht an den Ereignissen in Avengers Infinity War teilnahm. Für viele eingefleischte Fans des MCU war das Fehlen der Figur jedoch zu erwarten. You can hold him off? Captain? Be my genuine pleasure. Jeremy Renner, der den heldenhaften Bogenschützen spielt, fehlte auf Fotos hinter den Kulissen und im Werbematerial des Films. Diese Abwesenheit führte zu Gerüchten, dass Hawkeye nicht in den ersten Kampf gegen Thanos verwickelt sein würde und zu verschiedenen Theorien über seinen Verbleib, zum Beispiel, dass er von Thanos geschnappt wurde oder zu Hause bei seiner Familie ist, führte. Letzteres hat sich im Nachfolgefilm Avengers Endgame bewahrheitet, in dem auch enthüllt wurde, dass er seine Familie während des Snaps verloren hat und zur Selbstjustiz übergegangen ist. Don't give me hope.
Sorry, I couldn't give it to you sooner. Nummer 6. Ben Afflecks Enttäuschung über DC. Ben Affleck ist vor allem für seine Arbeit vor der Kamera bekannt, aber es gab eine Zeit, in der der Schauspieler sogar für die Regie eines Batman-Films für das DCEU vorgesehen war. Im Jahr 2017 trat er von der Regie zurück, weil er nicht der Aufgabe gewachsen war, gleichzeitig Regie zu führen und die Titelrolle des Films zu spielen. Sorry, guys. I didn't bring a sword. Die Fans glaubten das nicht ganz. Es kursierten Gerüchte, dass Affleck von DC desillusioniert sei und bald als Dark Knight zurücktreten würde. Say sometimes things sort of work in jail and sometimes they just you seem to be just having one problem after another, you know. Diese Fantheorien bestätigten sich ein paar Jahre später. Unter Berufung auf negative Erfahrungen am Set von Justice League, sowohl beruflich als auch privat, trat Affleck von der berühmten Rolle zurück und wird 2023 in The Flash zum letzten Mal als Cape Crusader auf der Leinwand zu sehen sein. Next time they shine your light in the sky, don't go to it. Nummer 5. Cast-Drama stoppt Sex and the City 3. Carrie, Party of 3? Yes, that's us. 2021 wurde eine neue Sex and the City Geschichte mit dem Titel Und einfach so veröffentlicht. Diese Folge war das erste Mal, dass Sarah Jessica Parker, die Hauptdarstellerin der Originalserie, seit dem Film Sex and the City 2 von 2010 in die Rolle der Carrie Bradshaw zurückkehrte. And where's the fourth Musketeer? Where's Samantha? Oh, she's no longer with us. In dem Jahrzehnt, das zwischen diesen beiden Projekten lag, kursierten Gerüchte, dass die Einstellung der Sex in the City-Inhalte nicht auf mangelndes Interesse zurückzuführen war, sondern auf einen Streit zwischen Parker und ihrer Co-Star Kim Cattrall. What is your problem? I don't have a problem. You have a problem. Mit der Veröffentlichung der neuen HBO Max-Serie scheinen sich diese Berichte zu bewahrheiten. Denn Cattrallas Figur Samantha ist die einzige Figur aus der Kerngruppe der Freunde, die nicht körperlich in Erscheinung tritt. Do you think maybe if you... I did. Multiple texts. And nothing. Okay. Well, then I guess that's all we can, you know... Nummer 4. Die Darsteller der Originaltrilogie kehren für Das Erwachen der Macht zurück. Als Disney Lucasfilm aufkaufte, kündigten sie an, dass sie eine komplett neue Star Wars Trilogie drehen würden. Über den ersten Film, Das Erwachen der Macht, wurden schon Jahre vor der offiziellen Ankündigung viel diskutiert. Fans can expect a new feature film, Star Wars Episode 7, in theaters worldwide in 2015. Die Fans waren gleichzeitig begeistert von den neuen Inhalten und besorgt darüber, was das für ihre Lieblingsfranchise bedeuten würde. The new Star Wars in 3 days. Eine große Theorie bezüglich der Ankündigung war, dass in der neuen Trilogie beliebte Charaktere aus der ursprünglichen Trilogie zurückkehren würden. Vor allem Han, Luke und Leia. You change your hair. Same jacket. Einige Fans vermuteten sogar, dass Han Solo im ersten Film der neuen Trilogie sterben würde und beriefen sich dabei auf die Diskussion über seinen Tod während der Produktion von Die Rückkehr der Jedi. Beide Theorien haben sich natürlich als richtig herausgestellt. Go away. What are you doing here? Nummer 3. Stanley Kubrick zerstörte Requisiten aus 2001 Odyssee im Weltraum. Habt ihr schon mal von der Theorie gehört, dass Stanley Kubrick die erste Mondlandung der USA gefälscht hat? Die Geschichte besagt, dass die NASA Kubricks Film 2001 Odyssee im Weltraum ein Jahr vor dem tatsächlichen Ereignis gesehen hat und sich an ihn gewandt hat, um den Zuschauern zu Hause ein glaubwürdiges Ergebnis zu vermitteln. Diese Geschichte ist nur eine Verschwörung, aber das Gerücht, dass Kubrick Requisiten, Entwürfe und Miniaturen vom Set seines berühmten Films von 1968 zerstört hat, ist tatsächlich wahr. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. Seine Begründung? Damit niemand die Requisiten für seine eigenen Filme umfunktioniert, wie es mit den Requisiten von Forbidden Planet von 1956 geschah. Morbius! What? Something is approaching from the southwest. Ein paar 2001 Gegenstände sollen noch vorhanden sein, wurden aber inzwischen versteigert. Nummer 2. Spider-Man No Way Home Cameos. Can the Spider-Man come out to play? Nachdem sie heimlich Spider-Man No Way Home gedreht hatten, standen Andrew Garfield und Tobey Maguire vor ihrer bisher größten schauspielerischen Herausforderung. Sie mussten die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass sie nichts mit dem Film zu tun hatten. Great, it's just some random guy. Hello.
Die Fans vermuteten schnell, dass die beiden ehemaligen Spider-Man in No Way Home eine Rolle spielen würden, als bekannt wurde, dass Bösewichte wie Doc Ock und Electro mit denselben Schauspielern auftreten würden, die sie in ihren jeweiligen Filmen dargestellt haben. Looks like we got competition. Diese Gerüchte eskalierten, als ein Twitter-Nutzer behauptete, Andrew Garfield in Atlanta, wo der Film gedreht wurde, eine Lieferung gemacht zu haben und noch mehr als Standbilder der beiden Schauspieler am Set durchsickerten. I generally don't go around advertising it. Kind of defeats the whole anonymous superhero thing. Es wurde auch gemunkelt, dass Charlie Cox seine Rolle als Daredevil wieder aufnehmen würde, was sich ebenfalls bewahrheitet hat. I have some good news, Peter. I don't believe any of the charges against you are gonna stick. But seriously? Oh, I knew it. Nice. Oh my god, Mr. Murdoch, thank you. That's amazing. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1, der Snyder Cut. Zack Snyder hat den Look und das Feeling der DC-Filmwelt geprägt, indem er sowohl bei Batman vs. Superman als auch bei Man of Steel Regie führte und als ausführender Produzent bei mehreren anderen Filmen des Franchise fungierte. Trotzdem haben die enttäuschenden Einspielergebnisse seiner Regiearbeit dazu geführt, dass Warner Brothers ein größeres Mitspracherecht bei der Gestaltung des Films Justice League haben wollte. Justice League was unfortunately like, you know, touched by, you know, some personal tragedy and of, you know, death in Zack's family. Kreative Differenzen und eine Familientragödie führten dazu, dass Snyder das Projekt vor seiner Fertigstellung verließ und das Endprodukt Joss Whedon von Buffy the Vampire Slayer überließ, der zu diesem Zeitpunkt bereits einige Änderungen vorgenommen hatte. Fans von Snyder waren über den fertigen Film empört und forderten, dass Warner Brothers Snyders ursprüngliche Vision veröffentlicht, obwohl es keine Bestätigung dafür gab, dass es den Snyder Cut wirklich gibt. The fan community has sort of risen up demanding this version. Well, because of the promise I've made them over the course of the two other movies. Das Interesse der Fans führte zu Nachdrehs, Nachbearbeitungen und schließlich zu einem neuen Director's Cut des Films. There's no us without him. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch auch dieses Video von WatchMojo Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.